Ist schon soweit. Ist schon soweit. Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute was ganz, ganz Besonderes. Wir haben nicht viel Zeit mit dem Auto, sage ich gleich vorweg, weil das ein Sammlerstück ist mit sehr wenigen Kilometern drauf. Und das muss auch so bleiben. Ihr habt ja schon auf dem Titelbild gesehen, was das ist. Also es ist wirklich der Gerät, ein Panzer. Passend zum Panzer kommt jetzt noch das richtige Outfit, wenn ich schon in so einem Gerät unterwegs bin. Nicht dein Ernst. Wie so ein Warlord. Dann muss auch hier so ein echtes Kevlar her. Um auch den Charakter des Wagens wieder zu spiegeln. Und Leute, um ein bisschen heute auch die Perversen hier abzudecken, gibt es etwas ASMR. Das sind ein paar geile Detailaufnahmen. Let's do this. Leute, heute gibt es richtig, richtig Power. Wir sitzen, wie ihr gerade gesehen habt, im aktuellen Range Rover Defender. Aber nicht irgendein Defender, sondern das Babamobil, der OG. Und zwar ein limitierter Defender. Man kennt ihn aus einem Kinofilm, James Bond, der letzte. Keine Ahnung, wie er heißt, mit Daniel Craig auf Crack. Ha! Dieses Auto gibt es so nur 300 Mal auf der Welt. Den Defender 007, wovon 220 Stück als Fünftürer ausgeliefert wurden und nur 80 Stück weltweit als Dreitürer. In so einem Dreitürer befinden wir uns gerade. Der hat einen V8 Kompressormotor, der letzte, der von Range Rover jemals verbaut wird. Die neuen mit V8, die werden von BMW geliefert. Das ist eine 4,0 Liter Biturbo-Maschine. Hier drin haben wir noch 5 Liter Hubraum, Kompressor, bisschen satterer Sound. Den gleichen Motor, den kennt man aus dem Jaguar, aus dem F-Type. Wer das Auto kennt, der weiß, wie der brüllen kann. Hier haben wir natürlich OPF verbaut, aber der klingt immer noch sehr, sehr brachial. Das Auto ist wirklich, dadurch, dass es limitiert ist, sehr, sehr selten und kostbar. Deswegen muss ich heute extrem aufpassen. Nicht nur, weil es so selten ist, sondern auch wegen des Wetters. Wir haben hier nämlich blöderweise Sommerreifen drauf. Nichtsdestotrotz fahren wir jetzt mal ganz kurz ein paar Meter mit dem Ding. Und jetzt guckt euch mal ganz kurz hier an, was hier auf dem Display kommt. Oh, Defender 007. Wallah. Mit dem Navigationssystem, mit diesem ganzen Infotainment werden wir uns heute nicht beschäftigen, weil ich kenne mich mit dem tatsächlich nicht so gut aus und ich glaube, das würde einfach zu viel Zeit fressen, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Deswegen ist das jetzt egal. Musikanlage und das Ganze ist einfach jetzt erstmal egal für heute. Wir wollen uns den Wagen kurz mal anschauen. Ich hoffe, das Tageslicht wird so lange noch reichen. Na dann, los. Und jetzt fahren wir mal die ersten Meter hier im Defender 008. Hä, hey, was? Was? Im Defender 007. Ich freue mich schon auf die Kommentare der Leute, die hier gleich wegen der Handschuhe anfangen rumzugiften. Aber liegt daran, dass wir hier ein wunderschönes Alcantara-Lenkrad haben. Und das soll und muss genauso schick bleiben. Da kann ich jetzt nicht meine Fettfinger dran klatschen. Und wie erwähnt, 5 Liter V8 hat die Gerät, 525 PS und ich meine 700 oder 750 Newtonmeter Drehmoment. Also ordentlich Saft. Der wiegt aber auch ein bisschen was. Also ich glaube 2,5 Tonnen bringt das Gerät auf die Waage, wie ich in der Muscle-Phase. Von daher schleichen wir jetzt erstmal hier den Weg entlang, bevor wir
das Biest von der Kette lassen. Oh, 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 oh. Boah. Einfach mal mit 15 km/h um die Kurve gedriftet. Trotz Allrad. Also wir müssen hier heute wirklich unfassbar aufpassen und den Wagen wie eine Porzellanpuppe bewegen. Weil sonst bin ich der Leibeigene des Besitzers bis zum Ende meiner Tage, um das hier abzustottern. Denn der Wagen hatte einen Listenpreis von roundabout 150.000. Aber dadurch, dass der so limitiert und selten ist, sind die Fahrzeuge inseriert, wenn man überhaupt einen findet. Aber ich habe mal zwei gesehen im Netz. Die lagen irgendwo ab 220, 240. Zwischendurch gab es mal auch einen dritten, der mal für 290 inseriert war. Also wir bewegen hier schon, ich sag mal, eine ordentliche Eigentumswohnung durch die Gegend. Und deshalb ist Obacht das oberste Gebot. Was kann ich jetzt spontan direkt zu dem Auto sagen? Also ich habe absolute Panzer-LKW-Atmosphäre gefühlt hier drin, weil man sitzt einfach so erhaben, so hoch. Man sitzt auch höher als in einem gewöhnlichen SUV oder in anderen Range Rover. Allein hier dieser Knüppel, guck dir das an, der kommt hier einfach aus der Front raus. Das ist alles natürlich ein bisschen spartanisch eingerichtet, weil das ist der Defender und nicht der Autobiography oder Vogue oder wie die ganzen großen oder der Sport eben sind, die so ein bisschen mehr Luxus im Fokus haben. Der ist wirklich dafür da, Anhänger mit LKWs durch die Prärie zu ziehen. Und wild abzutransportieren. Ja, durch den Wald zu brettern. Wer den James-Bond-Film gesehen hat, der hat auch gesehen, wie der Wagen zum Einsatz kam. Ist auch krass, ich sehe da hinten das Ersatzrad, das hängt hinten dran. Und wenn ich hier hinten reingucke, dann muss ich auch direkt dazu sagen, also normaler Innenspiegel, wie wir das alle kennen, aber ich kann hier zack umschalten und wir haben einfach die Kamera. Das ist so eine extra Finne, die auf dem Dach oben drauf ist. Und dann habe ich hier einfach mal hier wirklich die HD-Kamera. Wie geil ist das denn? Also ich finde beides extrem nice. Und lasse jetzt erstmal auch die Kamera laufen. Insgesamt hat der Wagen echt viele Kameras. Also der hat eine Frontkamera, eine Rückkamera. Der hat Kameras unter den Seitenspiegeln, sodass du den noch wirklich durchs Gelände bewegen kannst und jetzt nicht irgendwelche Findlinge überfährst. Dabei muss man sagen, der Wagen hat eine extrem hohe Geländetauglichkeit. Der geht durch 90 oder 110 cm tiefes Wasser durch mit seinen Riesenfelgen. Hier sind 23 Zoll Felgen drauf montiert. Total krank. Ich sehe hier vor mir ein Head-Up-Display. Was gibt es hier noch zur Ausstattung zu sagen? Also alles feinstes Leder. Ja? Fühlt sich wirklich geil an durch die Handschuhe. Nee, also ich habe den Wagen auch schon vorher mal ein bisschen gestreichelt. So ein bisschen Liebe gegeben, ein bisschen uns mal gegenseitig kennengelernt. Haben gleich festgestellt, dass wir uns mögen. Mhm. Ich habe hier eine Meridian oder wie sie heißt, Musikanlage, die auch ordentlich scherbelt. Aber auch die lassen wir heute mal aus. Guck mal, film mal hier raus und zeig mal den Leuten, wo wir jetzt hier langfahren. Also wir fahren hier wirklich heute langsam, ganz entspannt über so einen Feldweg. Und gleich fällt der 800. Kilometer. Schau dir das an. Also der Wagen hat 799 Kilometer gerade drauf. Ah, 3 PS gegen 525 PS. Wir sind jetzt auch gleich an so einer kleinen Wendemöglichkeit, wo es einen kleinen Walkaround geben wird mit Details. Aber ich muss sagen, für Sommerräder, also da rutscht nichts. Der gräbt sich stabil durch. Ich zieh den erst einfach mal rein hier. Okay. Boah, ist das eine Kälte! Aber ich quäle mich gern für euch. Es gibt jetzt eine kleine Detailaufnahme. Zieht euch das mal rein. 007. Und die 7 hat eine Pistole drin. Ich mache erst mal kurz drinnen weiter. Shit. Also der Wagen erinnert mich sehr an G63. Er ist zwar ein bisschen rustikaler, aber er ist extrem hochwertig verarbeitet. Diese ganzen Sachen hier, guckt mal, dieser Haltegriff. Extremst fest verbaut alles. Also, die Fender gefräst. Und dann diese Nieten hier in der Tür.
Also ich finde, das ist irgendwie ziemlich geil. Auch hier, wie das Schwarze glänzt, ja, wie so ein Metallic-Lack drin. Die Sitze, Leder und Alcantara, wunderschön. Hier drin haben wir einen Kühlschrank, Stani, die Pedals, habe ich glaube ich schon erwähnt, das Alcantara-Lenkrad. Lecker, ich liebe solche Sachen. Das Einzige, was an dem Auto, oder die zwei Sachen, die wirklich ein bisschen unpraktisch sind, das ist der Zugang nach hinten. Ja. Hier haben wir die Rückbank. Also wenn man einmal hinten drin sitzt, alles sehr, sehr bequem und komfortabel und man hat genug Platz, aber man muss halt reinklettern. Ne? Dann, was die Defender alle haben, ist hier so eine zusätzliche Luke oder so ein zusätzliches Fenster. Ich finde das irgendwie ziemlich nice. Und natürlich Panoramadach. Hier haben wir eine Trittstufe, die auch ordentlich was ab kann. Also da kann ich mit meinen 80 Kilo problemlos drauf. Defender 007. Und hier steht es auch nochmal Bespoke. One of 300. Boom! Ja, und das ist das Baby von außen. Ich meine, zieht euch dieses Gerät mal rein. Das Brutale ist, man sieht es leider nicht so gut jetzt, weil die Wetterverhältnisse könnten besser sein. Aber der ist matt schwarz foliert. Das sieht völlig geisteskrank aus. Also ich will nicht wissen, wenn der in meinem Innenspiegel auftaucht, was ich dann für einen Sprung nach rechts oder links wegmache. So wird die Angst haben, zitter nicht. Und nochmal. Hier haben wir diese Frontkamera. Und insgesamt, also das Ding ist schon ein Monster. Oh, hier die fetten Bremssättel von Brembo. Auf der anderen Seite vielleicht noch mal besser sichtbar. Jawohl. Schmeckt. Die Monster Riesen 23 Zöller, die bei dem Auto einfach trotzdem fast klein wirken, weil das einfach so ein Riesenkasten ist. Und unten eine vierflutige Abgasanlage. Ja, die wirkt ein bisschen die Aftermarket-mäßig dran gefletscht, aber irgendwie trotzdem geil, weil das echte Rohre sind, die ordentlich Musik machen. Und jetzt schaut mal, also wenn dieses Ding irgendwo angerollt kommt, da kann es sich nur um einen Warlord handeln. Da steht's. V8, der Kollege. Ich muss sagen, aufgrund seines Kultwertes und seiner Seltenheit finde ich den wirklich mindestens genauso geil wie ein G63. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht wird sich der ein oder andere denken, der Typ hat sie nicht alle. G63 ist einfach wirklich der Daddy, der OG. Aber... ich finde das Ding ultra krank. Wir riskieren jetzt mal einen kleinen Blick unter die Haube, weil bald ist auch der letzte Dinosaurier ausgestorben und der letzte V8 wird verschwinden. Aber schaut euch diesen Block an. Supercharged, dicker V8. Hier die Ansaugungen, alles ordentlich verstrebt, ja, weil das Ding hat wie gesagt 525 PS. Also der läuft auch seine 250 und geht von 0 auf 100 in 4,9 Sekunden. Die erreicht er auch. Völlig vergessen, Kofferraum mal zu zeigen. Also da muss man sagen, mau. Ne? Also du wirst hier nicht mit einer fünfköpfigen Familie zwei Wochen verreisen können. Ein paar Geldkoffer passen mit Sicherheit rein, aber ja, überschaubar. Dazu muss man auch nicht mehr sagen. Man kann die Sitze umklappen. Dann hat man Platz, wenn man keine Passagiere hinten hat. Und dann geht das auch. Don't eat yellow snow. Aber genug draußen Palermo gemacht. Wir gehen mal wieder rein in die Gerät und fahren mal noch ein paar Meter.
sieht jetzt hier die ganzen Sicherheitssysteme, die 360-Grad-Kamera und sowas. Und jetzt guckt euch mal an. Wir gehen jetzt hier um eine ganz steile Kurve. Eine ganz spitze Kurve. Der Wagen hat einen Wendekreis. Das ist unfassbar. Also der ist deutlich besser als bei meinem Golf R. Und der hat keine aktiv mitlenkende Rückachse hier. Aber dadurch, dass der so einen kurzen Radstand hat, ist es unfassbar, wie wendig der Wagen ist. Richtig geil. Und trotz Sommerreifen ist einfach dieses Allradsystem so überlegen. Das ist unnormal wirklich, wie wir uns hier durch den Schnee durchwühlen. Auf so einem Feldweg, juckt den einfach gar nicht. Dieses Monster walzt sich einfach hier komplett durch, dass es keinen Morgen gibt. Ist das geil. Können wir heute hier nicht die 525 PS ausspielen, aber dafür können wir andere Qualitäten von dem Auto einsetzen und wühlen uns hier mit Sommerreifen durch 30 cm tiefen Schnee. Total krank. Das ist einfach zu geil. Also mir macht das hier gerade mindestens genauso viel Spaß wie sportliches Fahren mit einem Sportwagen. Jetzt geht's mitten in den Wald hinein. Ja! Wir nehmen den Weg nach links. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, wir treffen hier gleich auf den Weihnachtsmann oder sowas. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Hey, ist das krank? Guck dir das mal an hier bitte. Ist das geil. Also sowas habe ich auch noch nicht gemacht bisher. Hey Leute, zum Glück ist der Wagen verliert. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und es ist auch so eine diese matt schwarze Folie. Ich mir sagen lassen, ist auch so besonders dick. Also hier dringt echt nichts durch. Auch Steinschläge oder sowas werden da völlig entspannt abgewehrt. Zurück in der Zivilisation. Schau mal, hier geht es wieder raus auf die Straße. Wir fahren jetzt 40. Hinter uns ist niemand. Und wir machen mal kurz eine Bremsung. Es passiert einfach gar nichts. Aber es ist krass, wie dieser Allrad regelt. Also wirklich heftig, wenn ich hier aufs Gas gehe. Der geht einfach vorwärts, der marschiert, der Bruder. Also, der Wagen ist echt mies geil. Würde ich die Kohle haben, würde ich den definitiv kaufen. Gerade wenn man so das mit dem G63 vergleicht. Die liegen ja mittlerweile mit Ausstattung irgendwo. Ab 180 fangen die an, wenn du den wirklich voll machst, 230 oder sowas, 1000 Euro. Und wenn du den hier Liste bekommen hast, ey, ganz ehrlich, kann alles andere einpacken. Das ist absolut genial, das Auto. Der geht überall lang. Klar, ist jetzt kein Sportwagen, aber mit seinen 525 PS geht der wirklich nach vorne und macht einfach bei allem, was er macht, ziemlich viel Spaß. Dann bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes zu sagen als danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen rüberbringen, wie der Wagen hier abgeht und wie die Emotionen dann sind. Nicht vergessen, liken, kommentieren, abonnieren, sonst komme ich zu euch nach Hause und... Was passiert dann? Er scheißt euch aufs Kissen. Ich scheiße euch aufs Kopfkissen, ganz genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.